Hi, ich bin der Max von Zechen und ich zeige euch heute vom Warwick den Rockbass Corvette 5-Seiter Double Bug in Schwarz. So, dann kommen wir mal zum Corvette. Wir haben es hier zu tun mit einem Echokorpus, der matt schwarz lackiert ist und zwar so dünn, dass man auch noch die Echomaserung durchsieht, was ich sehr, sehr geil finde. Dann haben wir hier zwei ziemlich dicke MEC-Humbucker, die einfach einen schönen, crispen, druckvollen Ton bringen, wie man ja auch am Anfang jetzt gehört hat. Dann eine passive Elektronik mit zweimal Volume, einmal für den vorderen, einmal für den hinteren Pickup und einmal Tone. Das Besondere hierbei ist, dass man beide Tonabnehmer nochmal splitten kann, indem man die einfach rauszieht. Das zeige ich euch aber später nochmal. Dann hier die typische Warwick-Brücke in zwei Teile geteilt, um ein bisschen knackigeren Ton zu bringen. Dann auf der Rückseite das typische Warwick-Clip-Fach, wo man dann super gut an die Batterie rankommt, wenn eine drin wäre. Ansonsten natürlich für Wartungsarbeiten super einfach. Dann hier das Ganze ein bisschen abgeflacht, um in den höheren Lagen auch noch super spielen zu können. Vierfach verschraubt. Dann der Hals aus drei Teilen Ahorn und zwei Teilen Wenge. Oben die ganz normalen gekapselten Warwick-Mechaniken. Vorne die Kopfplatte in normalem Mattschwarz lackiert, ohne irgendwelche Maserung. Das Warwick-Logo, dann hier der Sattel, den man in der Höhe verstellen kann, um die Seitenlage auch wirklich richtig extrem flach einstellen zu können, was ich sehr, sehr gut finde. Dann hier 24 Bünde auf einem Palisander-Griffbrett und ja, dann würde ich sagen, zeige ich euch einfach schon mal ein paar Takes dazu. Erstmal nochmal beide Humbucker voll aufgedreht. Dann mal nur den hinteren. Und einmal nur den vorderen. Dann kann ich den vorderen auch gleich mal gesplittet zeigen. Und dann nochmal den hinteren gesplittet und dann nochmal beide. Und dann zeige ich euch nochmal gerade, was die Tonblende macht. Am besten wieder mit beiden Humbuckern. Erstmal nochmal kurz zur Erinnerung ohne. Ja, das war es eigentlich auch schon zu dem Corvette. Wer einfach einen super guten Rockbass zu einem fairen Preis haben möchte, finde ich, sollte den auf jeden Fall mal anchecken. Das könnt ihr natürlich bei uns im Ladengeschäft tun oder auf www.session.de bestellen. Ihr habt wie immer 33 Tage Money-Back-Garantie, 66 Tage Umtauschrecht, könnt also überhaupt nichts verkehrt machen. Das war's von mir und bis zum nächsten Mal.